Verfasst hat der Charles Vogel. Mit einer bewegenden Trauerfeier im Grossmünster haben heute mehrere hundert Leute Abschied genommen vom Herbie Lips. Der Mitbegründer vom Zirkus Gonelli ist am Sonntag vor einer Woche im Alter von 73 nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Familie, Freunde und viele prominente Weggefährten haben dem Herbie Lips heute die letzte Ehre erwiesen. René Birrer und Dana Gablinger. Der Herbie Lips hinterlässt eine riesen Lücke. Das Grossmünster ist heute bis auf den letzten Platz besetzt. Alle wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Wie bleibt der Herbie Lips für Sie in Erinnerung? Als Freund. Mehr kann ich nicht sagen. Entschuldigung. Als ganz guter Typ, der Power hatte und etwas erreicht hat und etwas gemacht hat. Nicht nur für sich, sondern auch vor allem für die anderen. Man lässt niemanden gerne gehen, aber gerade jemand, der so viel zu tun hat, und so nachgestanden ist, das tut schon sehr, sehr weh. Und es ist schade, gerade ein grosser Mann von uns, der viel tun hat für Künstler. Neben den wunderschönen Blumenkränzen singt Sandra Studer auf seinen Wunsch bei seiner Abdankung. Der Herbie hat immer an einem runden Geburtstag oder allem, was ihm wichtig ist, hat er immer gefragt, ob ich für ihn würde singen. Und es hat sich wie so ein bisschen eingespielt. Und als ich ihn im Spital besucht habe, hat er gesagt, würdest du an meiner Beerdigung singen? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und er hat dann also auch noch Gott gewünscht, was ich soll singen. Für die Trauergäste ist klar, die Abdankung ist ganz im Sinn vom Herbie Lips. Ich bin überzeugt, das würde ihm gefallen. Ja, er war ja wirklich sehr auf Menschen orientiert, hat Menschen gesucht, Gesellschaft gesucht. Der Herbie Lips ist am letzten Freitag im engsten Familienkreis in seiner Heimatgemeinde Kilchberg beigesetzt worden.